Ich grüße euch, Freunde des Sentitus. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute gibt es wieder ein bisschen Überlebenden-Gameplay. Ich bin mit Weit unterwegs und wir spielen mit dem Perk Zartem Nehmen, Verwandt, Eiserner Wille und Gelegenheiten nutzen. Angeblich ein sehr starker Solo-Q-Build. Wir werden es sehen. Wir spielen immer noch im grünen Rangbereich als Überlebender. Und dann sehen wir solche Sachen wie das hier. Ne? Gönnt euch das, Leute. Sehr produktiv, die Leute hier im grünen Rangbereich. Ich gebe mir wirklich viel Mühe, hier wieder rauszukommen. Wieder in den violetten oder sogar roten Rangbereich zu kommen. Aber ich arbeite noch nebenbei, ist alles nicht so einfach, dann täglich was zu spielen, also privat. Für Videos auf jeden Fall schaffe ich zurzeit immer zu zocken, allerdings längere Zeit, ein paar Runden privat ist schon ein bisschen kritisch. Der Billy und der Billy hat Tüftler. Deswegen habe ich ihn eben auch nicht gesehen mit Verwandt. Denn Tüftler unterdrückt ja den Terrorradius des Killers. Er kommt doch safe zurückgesägt. Sag ich doch. Hat aber schon gerettet, okay. Wir nehmen den Gen in der Killerhütte hier. Peng, sollen wir dich heilen? Hat Ruin dabei, okay. Wir heilen mal eben die Feng. Und dann machen wir den Generator weiter und suchen vielleicht danach Ruin, wenn es bis dahin noch nicht gefunden worden ist. So. Ich habe auch eine graue Werkzeugkiste mit einem nagelneuen Teil dabei. Das habe ich bis jetzt aber noch nicht benutzt. Weil ich bisher noch nicht die Notwendigkeit gesehen habe, das zu benutzen. Und was liegt sonst so an, liebe Leute? Ja, der 25. kommt näher. Ich freue mich tierisch. Geburtstagsevent von Dead by Daylight steht an. Das heißt natürlich wieder wahrscheinlich neue Torten oder Kuchenstücke, die uns ein paar Prozente mehr bringen. So, wir wollten das Fenster. Die Fänge ist eiskalt. Bleibt einfach sitzen. Mal gucken. Oh. Okay, er hebt sie auf. Dann kann ich den Generator hier zu Ende durchziehen. Katsching. So, Billy, was jetzt? Jetzt ist er weg. Hier rappelt auch einen Gen. Ja. Das war knapp, okay. Dann rennen wir zurück zur Killerhütte. Er geht weg. Herr Tüftler ist schon ein. Ups, da ist ein Baum. Tüftler ist schon ein starkes Perk, auf jeden Fall mitzunehmen auf Killern wie Billy. Dann die Fäule auf jeden Fall. Der Oni lässt sich auch gut damit spielen. Wer noch? Man kann noch so ein Fun-Bild bauen mit dem Bubba. Tüftler auf dem Bubba.
Huber ist immer ganz gefährlich, wenn der keinen Terrorradius hat. Also Tüftler ist wirklich ein schönes Perk, muss ich sagen. Wo waren wir eben stehen geblieben? Genau, beim Geburtstagsevent. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder Torten geben. Oder Kuchenstücke. Letztes Jahr gab es nur diese Kuchenstücke, die 104% Blutpunkte gewährt haben auf alles. Ich gehe mal davon aus, dass es dieses Jahr dann 105% sind auf alles. Und es wird, glaube ich, auch enthüllt, wer denn jetzt der Überlebende und der Killer des Resident Evil Chapters sein wird. Weil im Juni, glaube ich, schon steht. Steht. Na, sagt mal schnell. Chapter 20 an. Und da wird dann halt. Ich hoffe es zumindest enthüllt, so. Wer denn da jetzt schon der Killer und wer der Überlebende ist. Und hier die Feng und dieser andere Dwight, die sind nur am Trollen. Wir packen hier mal mit an. So. Bisher sieht er ganz gut aus hier für uns. Ich könnte ja mal retten gehen. Also Verwandt ist wirklich ein sehr starkes Perk, wenn ihr alleine spielt. Es gibt euch und eurem Team so viel Informationen. Oh, Frank, komm mal da runter. Ah, wir können sie heilen, der geht erstmal dem anderen nach. Dem anderen Wald, glaube ich. So, dann können wir den Generator hier zu Ende machen, den ich angefangen habe, Feng. Was hältst du davon? Oh, der Billy sieht das aber ein bisschen anders. Hat die Feng sich schon wieder schlagen lassen, ne? Ich glaub's ja nicht. So, jetzt das niegelnagelneue Teil. Ah, verdammt. Schade. Da ist der Billy. Ist er jetzt kaputt oder was? Bitteschön. Und wir laufen mal hier in den Kuhstall rein. Da ist ein Keller, ach du Scheiße. Da war eine zerstörbare Wand, die habe ich nicht gesehen. Und tschüss, Billy. Bye bye. Aber er wird wiederkommen, gleich mit Tüftler. Da ist er schon. Hat er sich angeschlichen. Aber ohne Ruin. Ohne Ruin ist der Billy auf jeden Fall ein bisschen im Nachteil. Das merkt man auch. Er tut die Generatoren gar nicht mehr runtertreten. Er kommt jetzt hier hin, weil er weiß, dieser Generator hier war auch schon sehr weit. Oh, da ist er auch schon. Ich könnte retten gehen. Aber er tritt den. Nee, okay. Er hatte noch ein bisschen Tüftler. Er hatte noch ein bisschen Tüftler, liebe Leute. Er geht zum Haken. Ja, weil er gerettet wurde. Wunderbar. Was machen die Fänger da oben? Jetzt muss ich hier ganz genau gucken. Okay, er rennt da hoch. Ich habe gedacht, der kommt auch zu mir, da einen ganz komischen Bogen gelaufen hier. Ah, verdammt.
Das schaffe ich nicht mehr seit dem Update leider. Die Maydrescher so auszuspielen wie früher. Ich möchte diesen Generator fertigstellen jetzt. Haben wir mal hinten auch noch einen. Können auch den hier nehmen. Der ist schon wieder ziemlich weit zurückgegangen, aber macht ja nichts. So. Oh. Ha, nice. So, wir haben Hartem Nehmen und Eiserner Wille aktiv. Eiserner Wille, wenn ich verletzt bin, ich bin zu 100% lautlos, wenn es auf Stufe 3 verfügbar ist. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo die Ausgangstore sind oder liegen. War hier hinten nicht eins? Kiste ist schon aufgemacht. Da hinten ist eins, ja. So, da rennen wir mal eben hin und reißen den Hebel um. Ah, hier ist schon jemand, okay. Hallo Dwight, hörst du mal auf mich zu blocken, du? Ah, das gibt's ja gar nicht. Hat er mich einfach geblockt? Ja, jetzt sind hier alle und das machen die alle so komische Moves hier, ne? Wenn er uns jetzt noch alle kriegt, dann... Ja, er hebt mich auf. Hier ist irgendwelche Haken. Aber was mein erster Haken tatsächlich? Oh, bitte habt ihr eine Zeit weit. Hat er nicht. Aber wir haben... Hat im Nehmen. Wer es eben gehört hat, dieses kleine Lachen. Zurzeit ist ein Dead by Daylight ein kleines... Ein kleines Event. Wenn das Endgame startet, dann spawnt auf der Map ein kleiner Gartenzwerg. Den kann man kaputt machen als Killer oder Survivor. Und dann bekommt man den als Anhänger geschenkt. Es reicht aus, wenn ihr zum Beispiel Überlebender seid und ihr findet den und macht den kaputt, dann habt ihr ihn auch als Killer. Also ihr müsst es nicht zweimal machen. Bei mir war es so, ich habe ihn als Überlebender gefunden. Habe ihn als Überlebender bekommen als Anhänger und auch als Killer habe ich ihn auch gekriegt, obwohl ich ihn als Killer nicht gefunden habe. Also es reicht aus, ihn einmal zu finden. Wie lange das geht, weiß ich leider nicht. Deswegen macht es jetzt, wenn ihr könnt, dann habt ihr ihn auf jeden Fall safe, falls euch diese Anhänger so ein bisschen interessieren. Dann war eigentlich eine schöne Runde, wir sind alle rausgekommen, der Hinterwäldler war so ein bisschen überfordert, aber Hinterwäldler ist halt ein Killer, der ist ein bisschen schwer zu spielen, der braucht Übungen halt wegen der Kettensäge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt auch fleißig in die Kommentare. Ich lese mir alles durch und ich antworte auch immer auf die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert doch meinen Kanal. Das wird mir sehr helfen. Und es hilft auch euch, denn je mehr Leute wir werden, umso mehr könnt ihr den Content auf meinem Kanal mitgestalten. Und umso mehr... Leute, wir sind, umso mehr Spaß hat man ja auch, ne? Dann, was gibt's sonst noch zu bereden? Ich denke, das war's fürs Erste. Ja. Dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Video und bis denne.